Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation hier auf www.johlmediatv.de. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer weiteren Folge, in der wir die Geschichte der Reformation chronologisch betrachten wollen und lernen, wie die Reformatoren Schritt für Schritt zur Erkenntnis der Wahrheit und des Evangeliums gekommen sind. Heute wollen wir uns ein ganz besonders interessantes Jahr anschauen. Und bevor wir beginnen, möchten wir wie immer mit einem Gebet starten, zu dem ich Sie auch ganz herzlich zu einlade. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir erneut heute etwas lernen können aus der Geschichte, aus der Reformationsgeschichte, in der du Menschen Schritt für Schritt geführt hast, um dein Evangelium zu erkennen. Wir möchten dich bitten, dass wir sehen können, welche praktischen Lektionen wir daraus für unser persönliches Leben, für unsere Zeit gewinnen können und dass wir lernen, wie du die Geschichte und auch unsere Geschichte in deiner Hand hältst. Sei du bei uns und segne uns durch deinen Heiligen Geist im Namen Jesu. Amen. Teil 20. 1516, griechisches Licht. Es geht um das Jahr 1516. Martin Luther war als Doktor der Theologie immer noch damit beschäftigt, die Vorlesungen über den Römerbrief zu halten, die er im Jahr zuvor begonnen hatte. Dieser Römerbrief hatte es ihm wirklich angetan. Immer wieder hat er sehr viel Zeit damit zugebracht, diese tiefen Aussagen des Paulus möglichst genau zu verstehen. Und dort im Römerbrief fand er immer wieder eindeutige Hinweise darauf, dass die akademische Lehrmeinung der Scholastiker bezüglich des Evangeliums nicht wirklich wahr sein kann, denn Paulus sagte zum Teil ganz andere Sachen. Berühmte Stellen des Römerbriefes, wie zum Beispiel in Römer 3, Vers 23 und 24, wo es heißt, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist das Thema gewesen, um das sich die Gedanken von Martin Luther immer mehr kreisten. Die Vergebung durch Jesus Christus umsonst, ohne Verdienst, ohne Werke. Je tiefer er in den Römerbrief hineintauchte, umso stärker wurde seine Überzeugung diesbezüglich. Er hat, wie wir schon an anderer Stelle gesehen haben, seine theologischen Überzeugungen nicht von einem Tag auf den anderen gelernt, sondern durch das tiefe Studium, durch das Nachdenken, durch das Unterrichten, darüber predigen, haben sich diese Ideen immer klarer verfestigt. Er war jetzt auch nicht mehr der Einzige, der in diese Richtung predigte und vorandachte. Auch sein guter Freund Johann Lang hielt jetzt in Wittenberg zu diesem Zeitpunkt Vorlesungen ebenfalls über den Römerbrief. Und in diesen Vorlesungen gab er im Wesentlichen auch die Gedanken von Martin Luther weiter. Der war ein Pionier in dieser Hinsicht, aber hatte schon in dieser Zeit die ersten Mitstreiter an seiner Seite in Wittenberg. Währenddessen befand sich Anfang 1516 Andreas Bodenstein, Dr. Karlstadt, immer noch in Rom. Er hatte ja eine Italienreise begonnen als Einlösung eines Versprechens, das er gegeben hatte, als er damals ausgeraubt worden war. Und er verbrachte eine ganze Zeit auch direkt in Rom bei der Kurie, am päpstlichen Hof, um dort als Schreiber zu wirken. Und das führte dazu, dass auch Karlstadt in direkten Kontakt kam mit den abartigen Missbräuchen und Verbrechen, die dort in Rom an der Tagesordnung waren. Am 23. Januar 1516 starb Ferdinand II., der langjährige König von Aragon und damit König Spaniens. Sein Enkel Karl, der damals erst 15 Jahre alt war, folgte nun formal auf den Thron. Der war ja bereits zum Fürst von Flandern ausgerufen worden.
und war jetzt als Karl der Erste König von Spanien, zugleichzeitig der König von Sardinien und Sizilien als Karl der Zweite und als Karl der Vierte auch noch der König von Neapel. Da er immer noch recht jung war, wurden die Regierungsgeschäfte vom Erzbischof von Toledo, des Cisneros, ausgeführt und in den Händen behalten. Diese Konstellation, dass jetzt ein Habsburger der rechtmäßige Thronfolger auf dem spanischen Thron war, führte dazu, dass das Haus Habsburg jetzt eine enorme europäische Machtfülle hatte. Jetzt gehörten den Habsburgern nicht nur die österreichischen Kernlande, sondern auch Flandern, das ehemalige Burgund, das man ja schon seit einigen Jahren im Besitz hatte. Jetzt war auch Spanien und Sardinien und Sizilien und ganz Süditalien in habsburgischer Hand, was dazu führte, dass Frankreich sich umzingelt sah von der habsburgischen Macht. Damit begann eine lange Zeit der europäischen Politik, in der das Haus Habsburg und das französische Königshaus gegeneinander standen. Das sollte dann die nächsten Jahrhunderte förmlich prägen. Seit dem Jahr 1516 also diese neue Konstellation. Erasmus von Rotterdam war es, der ja in Löwen, das heißt in Flandern, der Erzieher von Karl war, der jetzt einmal in Zukunft der spanische König werden sollte. Und im Zuge seiner Tätigkeit dort als Prinzenerzieher verfasste Erasmus auch ein Werk mit dem Titel Die Erziehung des christlichen Fürsten. Er widmete es dem späteren Karl dem V., also dem Enkel von dem verstorbenen Ferdinand dem II. Und in diesem Fürstenspiegel hat er versucht darzustellen, was aus christlicher Sicht einen guten Fürsten, einen guten König, ein gutes Staatsoberhaupt ausmacht. Einige Jahre zuvor hatte ja Machiavelli sein Werk geschrieben, Der Fürst, Il Principe, in dem er gezeigt hatte, wie mit realpolitischer Überlegung, mit Strategie, mit auch Gewalt ein Fürst regieren kann. Und Erasmus setzt dem sozusagen die christliche Variante entgegen. Dieses Werk war bei den Fürsten seiner Zeit recht beliebt. Einige sollen es später sogar auswendig gelernt haben. Und Erasmus hat damit versucht, deutlich zu machen, wie Staatsoberhäupter eine friedliche, eine segensreiche Politik im christlichen Sinne durchführen können und ausüben können. Das war allerdings nicht das bedeutendste Werk von Erasmus im Jahre 1516. Viel berühmter wurde ein kleiner Druck, den er in Basel dann auf den Weg brachte. Novum Instrumentum Omne. Hinter diesem lateinischen Titel mit dem interessanten Design, Original hier von 1516, verbarg sich eine kleine Revolution. Erasmus hatte sich seit einiger Zeit vorgenommen, eine neue Ausgabe der lateinischen Bibel vorzulegen, in der einige Fehler der Vulgata korrigiert werden. Eine neue Übersetzung sozusagen, eine Überarbeitung der Vulgata. Und damit die gelehrten Leser seiner neuen Übersetzung prüfen könnten, warum seine neue Fassung des Lateinischen besser sei als die herkömmliche Vulgata, hat er sich entschlossen gehabt, den original griechischen Text daneben zu drucken. Das sah dann eben original so aus. Da hatte man auf der linken Spalte das Altgriechische und auf der rechten Seite dann das Lateinische. Das war ursprünglich also nicht einmal dazu gedacht, einfach das Altgriechische zu produzieren, sondern lediglich als Korrekturmöglichkeit, als Möglichkeit für den Leser zu vergleichen, was dann im Original eigentlich stand. In den letzten Jahrzehnten waren etliche griechische Manuskripte aus Konstantinopel im westlichen Abendland angekommen. Seit Konstantinopel 1453 gefallen war, waren etliche Flüchtlinge im Westen aufgetaucht und hatten Bibelmanuskripte mitgebracht. Und Erasmus kannte einige von ihnen. Als er dann nach Basel reiste, hat er nicht mal einige von seinen eigenen mitgenommen, sondern war sich sicher, auch in Basel einige zu finden, hat dann eine Handvoll von Manuskripten genommen, die alle etwas älteren Datums dann auch schon waren, etwas jüngeren Datums muss man sagen.
und hat anhand dieser Manuskripte dann diese erste gedruckte Fassung des Neuen Testaments im Altgriechischen vorgenommen. In einigen Fällen hat er sich sogar erlaubt, dann das Altgriechische etwas zu korrigieren, weil er an wenigen Stellen der Meinung war, dass das Lateinische besser sei. Am Ende der Offenbarung fehlten ihm sogar einige wenige Verse, die hat er dann einfach kurzerhand zurückübersetzt. Trotz dieser kleinen Defekte und Defizite und vor allem auch einiger Druckfehler war dieses Werk eine förmliche Revolution. Die Theologen konnten jetzt erstmals selbst den Originaltext des Griechischen sich systematisch vor Augen führen und damit den biblischen Gehalt noch besser verstehen. Einer, der sofort dieses Werk auch in seinen Händen hielt, war Zwingli, der dort in seiner Zeit im Glarus natürlich sich, wie wir gesehen haben, sehr theologisch beschäftigt hat, viele Bücher gelesen hat und auch die Kirchenväter studiert hat, gleichzeitig als Humanist großes Interesse an der Antike gehabt hat und jetzt, als die Möglichkeit war, die Bibel im Altgriechischen zu lesen, sofort davon Gebrauch gemacht hat. Er hat sich die Erasmus-Ausgabe kommen lassen und hat angefangen, die Bibel jetzt mit dem Altgriechischen zu lesen. Er hatte intensiven Kontakt doch zu den verschiedensten Gelehrten seiner Zeit. Und diese Beschäftigung mit dem Alten, mit dem Neuen Testament im Altgriechischen bewirkte bei Zwingli einen Durchbruch. Er hatte zwar schon im Studium damals durch Thomas Wittenbach ein paar Ideen über das Evangelium mitbekommen, aber das Studium des Neuen Testamentes im Altgriechischen war für ihn die eigentliche Wegmarke, die Wasserscheide, die plötzlich sein Leben nachhaltig veränderte. Er entdeckte, dass das Evangelium, so wie es in den Originalmanuskripten enthalten ist, doch sehr viel klarer und in vielen Stellen anders ist, als das, was er so aus der akademischen Theologie, aus den lateinischen Schriften kannte. Für ihn galt, wie auch für Martin Luther einige Zeit zuvor, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Jahr 1516, die Begegnung mit Erasmus' Ausgabe des griechischen Alten Testamentes, bedeutete für Zwingli den ersten großen Schritt auf dem Weg zur Reformation. Für Zwingli war allerdings die Zeit im Glarus dann auch abgelaufen. In der Eidgenossenschaft hatte sich ja jetzt die Stimmung stark Richtung Frankreich verändert, aber Zwingli hielt noch immer zum Papst. Und auch im Glarus nahm die Partei der Franzosenfreunde immer stärker zu und jemand wie Zwingli, der nach wie vor gegen Frankreich war, konnte dort nicht mehr in seiner Stellung bleiben. Er wurde in der Folge für die nächsten 3 Jahre beurlaubt. Nicht nur Zwingli hat von der Ausgabe von Erasmus Gebrauch gemacht, sondern auch Martin Luther von Anfang an. Sobald er in Besitz dieser neuen Ausgabe war, hat er sie sofort in seinen Vorlesungen über den Römerbrief im Neuen Testament auch benutzt. Etwas ist ihm besonders aufgefallen, nämlich die Erklärung des Erasmus für das griechische Wort für Buße. Da hatte er ja viele Jahre mit diesem Konzept der Buße gerungen und gekämpft, ob er wirklich echte Buße getan hat. Jetzt entdeckte er durch das Studium des Altgriechischen, dass das Wort im Original Metanoia eigentlich nur Umkehr bedeutet. Erasmus erklärte es so: Buße ist die nachträgliche Einsicht in das begangene Böse, nachdem man den Schaden empfangen hat und den Irrtum erkannt hat. Buße ist im Wesentlichen Leid über eine begangene Sünde, weil man Gott liebt. Und das hat bei Luther natürlich starken Widerhall gefunden. Er hatte ja im Jahr zuvor diese langen Gespräche mit Staupitz gehabt, der ihm erklärt hat, wie wichtig die Liebe Gottes war. Erst kommt die Liebe und dann die Buße. Das war in der mittelalterlichen Theologie immer anders gepredigt worden. Man hatte immer gesagt, man muss Buße tun, damit Gott einen lieben kann. Aber Staupitz hatte dieses Fundament gelegt, dass Liebe, die Liebe Gottes das Allerwichtigste, Allererste ist. Und jetzt sah Luther, dass tatsächlich auch in der Bibel, im Original, in den Schriften Paulus deutlich wird, dass die Buße die Folge ist, wenn man die Liebe Gottes in sein Herz lässt, so wie es auch
In Römer 2, Vers 4 heißt, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Wiederum erkennt der Martin Luther, dass diese Erkenntnis mit den Schriften des Paulus übereinstimmt, und das verfestigt sich jetzt immer mehr in seiner theologischen Überzeugung. Die Liebe Gottes ist das Fundament für unsere Antwort auf das Evangelium. Die Buße ist ein Geschenk Gottes. Ebenfalls im Frühjahr hat Friedrich III., Kurfürst von Sachsen, sich um den akademischen Standard in Wittenberg gekümmert. Ihm lag sehr viel an der Universität, und in der Universitätsvisitation hat er deutlich gemacht, dass er den höchsten akademischen Standard in Wittenberg gerne haben möchte. Ebenfalls im Frühjahr kam Johann Agricola, der 21 Jahre alt war, nach Wittenberg, immatrikulierte sich dort, um bei Luther zu studieren. Er hatte vorher in Leipzig studiert, dort war er Baccalaureus geworden und hatte dann in Braunschweig als Lehrer gearbeitet. Der Ruhm von Luther ging schon über Wittenberg hinaus. Agricola wurde zu einem begeisterten Schüler von Martin Luther und einer seiner ersten Nachfolger sozusagen. Johann Lang war ein anderer, wie wir schon gesehen haben. Und Johann Lang hat sich in dieser Zeit auch sehr eingesetzt und interessiert für den Fall von Reuchlin, der ja immer noch in diesen Inquisitionsprozess verwickelt war, der mittlerweile bis auf die Ebene des Papsttums selbst gelangt war. Auch beim Konzil im Lateran, das ja immer noch vor sich ging, war das ja ein Thema gewesen. Lang berichtet im März 1516 auch davon, dass in Wittenberg das Studium der Theologie richtig aufblüht. Er sagt, die Studenten lechzen nach der Bibel und den alten antiken Schriftstellern. Sie haben genug von den herkömmlichen scholastischen Vorlesungen, die sind kaum noch Besuch. Und das führt natürlich zu einem Konflikt zwischen den alten, eingesessenen scholastischen Professoren in Wittenberg und den neuen, die sich wie Luther für die Bibel interessieren oder wie einige andere für die humanistischen Studien, für die antiken Schriftsteller. Das Studium der Bibel ist ein Zentrum jetzt in Wittenberg schon, und das zieht mehr und mehr Studenten an. Am 13. März starb König Wladyslaw II., der König von Böhmen, Kroatien und Ungarn war, und sein 10-jähriger Sohn Ludwig, im Jahr zuvor ja noch auch bei der Doppelhochzeit in Wien Gegenstand des Interesses gewesen, wurde jetzt neuer König, wenn natürlich auch erst noch mit einem Vormund. Ebenfalls im Frühjahr 1516 ist Luther aufmerksam gemacht worden durch Johann Lang auf einen gewissen Johannes Tauler, der aus dem Spätmittelalter stammte und deutsche Predigten gehalten hatte, was für die damalige Zeit ja natürlich Anfang des 14. Jahrhunderts eher ungewöhnlich war. Und diese Predigten sind sehr stark auch emotional. Tauler stand im Grunde genommen eigentlich auch der mittelalterlichen Mystik recht nahe. Aber Luther beginnt sich jetzt für diese Predigten zu interessieren, nicht so sehr wegen den vereinzelt vorkommenden mystischen Ideen, sondern einfach, weil hier ein Prediger sehr, sehr klar und direkt das Evangelium kommunizieren möchte, ohne akademische, scholastische Verwirrung. Und das hat Luther an diesem Tauler sehr gut gefallen. Vadian wurde in Wien zum Dekan ernannt und begann sich jetzt nach seinen vielfältigen Studien, die er schon abgeschlossen hatte, sich auch für die Naturwissenschaften, vor allem die Geografie, zu interessieren und auch für Geschichte. Bartholomäus Bernhardi kam in diesem Jahr nach Wittenberg wieder zurück. Er hatte ja dort zunächst in der Naturwissenschaft studiert, dann dort unterrichtet, dann auch angefangen, Theologie zu studieren, und war dann für 3 Jahre
auf Reisen gewesen. Er war in Brandenburg gewesen, in Halberstadt, in Chur, hatte als Subdiakon, Diakon und auch als Priester gewirkt. Und nun wollte er sein Theologiestudium fortsetzen, das er 1513 abgebrochen hatte. Er wird ebenfalls Schüler von Luther und ist total begeistert, als er feststellt, wie sehr sich der Luther jetzt auch theologisch in diesen 3 Jahren weiterentwickelt hat. Für Ben Hardy ist das ja ein ganz offensichtlicher Schnitt. Der Luther von 1516 hat jetzt schon sehr viel mehr theologische Tiefe und Bibelerkenntnis als der Luther von 1513, obwohl der da schon sehr fundiert war. Und Ben Hardy, der aus dem Vorarlberg kommt und ein echter Anhänger Luthers, es beginnt ebenfalls jetzt Schriften zu verfassen gegen die alteinhergebrachte scholastische Theologie. Immer wieder geht es vor allem damals dem Luther und auch dem Ben Hardy und anderen darum, zu zeigen, dass der Mensch wirklich abgrundtief sündig ist und nicht eigentlich etwas Gutes in sich hat, was man nur fördern muss durch gute Werke, wie das die mittelalterliche Theologie durch Aristoteles hier immer behauptet hat. Martin Luther hat da als Vikar für seinen gesamten Distrikt natürlich eine ganze Reihe von Aufgaben. Am 8. April finden wir einen Brief von ihm, wo er mit einem Mönch abgerechnet hat, der von Wittenberg nach Memmingen gezogen ist und dessen Besitz dann veräußert werden sollte. Und in diesem Brief gibt Luther ein bisschen Einblick auch in sein Denken, sein geistliches Denken jener Zeit. Dort heißt es hier: Übrigens wünsche ich zu wissen, was deine Seele mache, ob sie denn nicht endlich ihrer eigenen Gerechtigkeit überdrüssig, lerne in der Gerechtigkeit Christi aufzuatmen und darauf zu vertrauen. Denn zu unserer Zeit geht die Anfechtung der Vermessenheit bei vielen stark im Schwange und besonders bei denen, welche sich aus allen Kräften bemühen, gerecht und gut zu sein, indem sie die Gerechtigkeit Gottes nicht kennen, welche uns in Christo aufs Reichste und umsonst geschenkt ist, suchen sie durch sich selbst so lange gute Werke zu tun, bis dass sie die Zuversicht haben, vor Gott bestehen zu können, gleichsam mit ihren Tugenden und Verdiensten geschmückt, was doch unmöglich geschehen kann. Du bist bei uns in dieser Meinung vielmehr in diesem Irrtum gewesen. Und jetzt Achtung, aber auch noch jetzt kämpfe ich gegen diesen Irrtum, habe ihn aber noch nicht überwunden. Der Luther sagt also, ich bin hier selbst am Ringen. Dann geht's weiter. Daher, mein teurer Bruder, lerne Christum, und zwar den Gekreuzigten. Lerne ihm zu singen und an dir selbst zu verzweifeln und zu ihm zu sprechen. Du, Herr Jesu, bist meine Gerechtigkeit, ich aber bin deine Sünde. Zwingli war, wie gerade schon erwähnt, beurlaubt worden und am 14. April begann er eine neue Aufgabe, der Administrator des Klosters Maria Einsiedeln. Das war ein berühmter Wallfahrtsort in der zentralen Schweiz. Berief ihn, sein Name war Diebold von Geroldseck, dort an diesem Kloster als Leutpriester und Prediger zu wirken. Also ein Priester und Prediger, der direkt für die Leute dort, für die Menschen zuständig war, der dort die Predigten halten sollte. Und Zwingli nahm diese Aufgabe sehr gerne wahr und hat sich jetzt hier entschlossen, die Zeit sich zu nehmen, um noch besser die Bibel zu studieren und sich in die Kirchenarbeit hinein zu werfen. Er hatte in den langen Jahren in Glarus zwar schon seinen Dienst einigermaßen gut vollzogen, aber war noch nicht besonders aufgefallen in irgendeiner Weise als überdurchschnittliche Speerspitze der Reformation oder so. Er hatte mittlerweile ja auch sich aus der Politik desillusioniert verabschiedet, nachdem er gesehen hatte, dass sein Eintreten für den Papst gescheitert war. Er hatte durch seine Erfahrung im Krieg im Jahr zuvor sich pazifistischen Ideen zugewandt und so wollte er mit der europäischen Politik nichts mehr zu tun haben und sich jetzt ganz und gar dem Evangelium widmen, das er auch durch Erasmus jetzt sehr besser kennenlernte. Und gerade in Einsiedeln, diesem Wallfahrtsort, wo Menschen von überall her hinpilgerten, um dort vor dem Gnadenbild der Maria irgendwelche Wunder zu erbeten, fiel ihm recht schnell auf, deutlicher als in Glarus, was für einen Unterschied es gab zwischen dem klaren Evangelium, wie er es jetzt bei Erasmus auch lesen konnte, und der Praxis der Menschen,
die dort nach Einsiedeln kamen. Er begann jetzt hier, zunächst vorsichtig, dann immer deutlicher, gegen diese Missbräuche in der Volksfrömmigkeit anzupredigen. Zwingli war zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt, ungefähr so alt wie Luther natürlich. Und jetzt begann auch in seinem Leben die Reformation so wirklich Schritt für Schritt sich zu entfalten. Luther schrieb am 16. April einen Trostbrief an einen Ordensbruder in Erfurt. Dort lesen wir, das Kreuz Christi ist ausgeteilt über die ganze Welt. Wirf es daher nicht von dir, sondern nimm es vielmehr auf als hochheilige Reliquien. Nicht in dein goldenes oder silbernes Geschirr, sondern in dein goldenes Herz, das heißt, welches mit milder Liebe angetan ist. Luther war zu dem Zeitpunkt nicht gegen Reliquien. Er schreibt auch im Brief, auch, dass es ja durchaus angemessen ist, auch Holzstücke noch in Ehren zu halten, an denen das Blut Jesu gewesen ist. Aber hier deutet sich schon an, dass er sagt, die eigentliche Reliquie, das eigentliche, worum es geht, ist doch das Kreuz Jesu in unserem Herzen. Und er empfiehlt dann seinen ehemaligen Lehrer Usingen als Seelsorger für diesen armen Bruder. Luther hat sich dann Ende April auf eine Visitationsreise begeben als Vikar über die verschiedenen Klöster seines Bezirkes. Hat er sich jetzt auf die Reise begeben, um all diese Orte einmal zu besuchen. Er war in Dresden. In Erfurt, dort hat er seinen Freund Johann Lang, der bis dahin in Wittenberg war, als Prior, also als Klostervorsteher eingesetzt. Er war in Neustadt an der Orla. Dort gab es auch Spannungen mit dem Vorsteher des Klosters. Er war in Gotha, Langensalza, Eisleben, Nordhausen und Magdeburg. Auf seiner Reise schrieb er aus Dresden einen Brief an den Prior in Mainz. Einer seiner eigenen Mönche war weggelaufen und sollte jetzt zurückgefordert werden. Und so schreibt er hier, jenes verlorene Schaf ist mein, es gehört mir. Mir kommt es zu, es zu suchen und aus der Irre zurückzubringen, wenn es dem Herrn Jesu so gefällt. Als er auf dieser Reise in Gotha war, hat er interessanterweise nicht den berühmten Humanisten Mucianus Rufanus, der dort lebte und wirkte, aufgesucht. Er hat sogar extra einen Brief dann geschrieben, ihm sich entschuldigt. Aber scheinbar hatte Luther schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr das allerstärkste Interesse an dem klassischen Humanismus, wie wir gleich noch sehen werden. Bei ihm hatte sich das von der generellen Kritik an der Scholastik, die er mit den Humanisten teilte, schon mehr verschoben auf ein wirkliches Interesse allein an der Bibel. Am 14. Mai wurde Matthäus Albert, 20 Jahre alt, Baccalaureus in Tübingen und dort lernte er auch den jungen Melanchthon kennen. 21. 22. Mai, Friedrich Myconius, das war derjenige, der Jahre zuvor einmal den Tetzel um einen kostenlosen Ablass gebeten hatte, wurde als Franziskaner nach Weimar versetzt und hat dort 21. 22. Mai seine erste Predigt in Gegenwart von Herzog Johann dem Beständigen gehalten, dem Bruder vom Kurfürsten Friedrich III. Auch Myconius, der zu dem Zeitpunkt 25 Jahre alt war, hatte enorme innere Kämpfe und Rang mit der Theologie. Er erlebte schon, dass das, was weitläufig gepredigt wird, mit dem, was in der Bibel steht, nicht wirklich übereinstimmt. Und er war suchend, er suchte nach der Wahrheit und hatte vielleicht nicht so intensiv, aber doch vergleichbar Anfechtungen auch wie Martin Luther. Der war immer noch auf seiner Reise von Kloster, zu all diesen reformierten, observanten Augustinerklöstern. Und er war schon in Erfurt gewesen und als er dann an einem anderen Ort war, fiel es ihm ein, er hatte etwas vergessen und schrieb dann an Johann Lang folgende interessante Notiz. Er solle doch ein genaues Register führen, was alles im Kloster, im Hospiz, das war der Ort, wo man auch Gäste bewirtet hat, was da alles getrunken wird an Bier und an Wein und an Fleisch verzehrt wird. Damit, wie er sagt, denn auf eine solche Weise, wenn mich nicht aller Menschenverstand täuscht, wirst du sehen, ob der Konvent mehr ein Kloster als eine Schenke oder Wirtshaus sei. Also da gab es auch ganz profane Dinge, mit denen man sich herumschlagen musste. Anfang Juni kam Luther dann gesund in Wien an und schrieb dann auch an Spalatin,
mit dem er ja in gutem Kontakt jetzt stand seit 1514. Er hatte gehört, dass der Kurfürst den Plan gefasst hatte, Staupitz, Johann von Staupitz, seinen alten Beichtvater, zum Bischof zu machen. Und Luther schreibt vehement dagegen. Er hatte sogar gehört, dass Spalatin diesbezüglich schon seine Fühler ausgestreckt haben könnte. Und Luther warnt Spalatin, macht den Staupitz nicht zum Bischof. Nicht, weil er den Staupitz nicht für geeignet hielte, sondern weil Bischöfe zu jener Zeit solch ein lasterhaftes Leben geführt haben an ihren bischöflichen Höfen, dass Luther pure Angst hatte, dass sein geliebter Staupitz, wenn er erst einmal Bischof ist, vielleicht auch von diesen Verführungen mitgerissen wird. Und er sagt dann dem Spalatin im Brief ganz offen, dass der Kurfürst sicherlich ein guter Politiker sei, aber in geistlichen Dingen siebenfach blind, genauso wie dessen Rat Pfäffinger. Das schrieb er am 8. Juni. Am selben Tag starb Hanno, der Elefant des Papstes. Und kurioserweise kursierte kurz darauf ein vermeintliches Testament des verstorbenen Elefanten, in dem der, natürlich anonym von den Menschen geschrieben, aber in dem angeblich der Elefant über die Missstände am päpstlichen Hof sich aufgeregt haben soll. Auch das ein Kuriosum jener Zeit. Am 22. Juni finden wir Luther erneut mit einem Brief, diesmal an den Prior in Neustadt. Dressel war sein Name und der hatte Schwierigkeiten in seinem Kloster und dann schreibt Luther ihm Folgendes, sehr Interessantes: Du suchst und trachtest zwar nach Frieden, aber in verkehrter Weise, denn du suchst ihn wie die Welt, nicht wie Christus ihn gibt. Luther war also zu dieser Zeit nicht mehr nur der Bibelstudent, er war nicht nur der Theologieprofessor, er war auch ganz intensiv ein Seelsorger, ein Administrator, der sich um die tatsächlichen Probleme der Gläubigen kümmern musste und ihnen oftmals seelsorgerlich mit dem Evangelium helfen sollte. In jener Zeit hat Luther im Römerbrief zum Teil sehr offen schon Dinge kritisiert, die ihm ja mit dem Evangelium nicht mehr vereinbar schienen. Zum Beispiel die vielen Predigten über die Heiligen. Er hatte noch nicht grundsätzlich was gegen die Heiligen, aber er hielt diese vielen heiligen Predigten für überflüssig. Er predigte auch schon oder sprach in dieser Römerbriefvorlesung auch schon gegen die Ablässe, weil die, das war schon ziemlich deutlich, fast vor allem nur der finanziellen Unterstützung von Kirchenbauten dienten. Und Luther hatte schon jetzt eine Ahnung, dass dieses System eigentlich recht korrupt sei und verwerflich. Da gärte etwas in ihm, was sich schon an diesem Römerbrief-Vorlesung zeigt. Am 2. Juli begann Martin Luther dann interessanterweise mit einer Predigtreihe über die 10 Gebote. Das ist interessant, weil natürlich heutzutage Luther immer mit der Gnade und der Gnade allein in Verbindung gebracht wird. Aber Luther schätzte die 10 Gebote und begann sie jetzt in Predigten auszulegen. Jenen interessanten Abschnitt, der beginnt mit den Worten: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Auch hier zu Beginn der 10 Gebote steht das Evangelium, die Kraft Gottes der Befreiung am Anfang und darauf folgen dann die Werke, die der Heilige Geist in uns tun möchte. Der schon angesprochene Gegensatz zwischen Habsburg und Frankreich, den haben auch die Könige, die Herrscher schnell erkannt. Franz I., der König von Frankreich, und auch Karl I. Für Habsburg, haben im Vertrag von Noyon am 13. August erstmals versucht, so ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen und möglichst einen Frieden zu stabilisieren. Und Maximilian, der herrschende Kaiser, war nicht allzu zufrieden damit, dass sein Enkel Karl jetzt hier diesen Vertrag abgeschlossen hatte, aber er konnte dann auch nichts mehr daran ändern. Am 24. August war Bartholomäustag und Martin Luther wollte über Bartholomäus predigen. Er war ja ein Apostel gewesen und in der Kirche damals als ein Heiliger verehrt, denn man hatte zu den spärlichen biblischen Berichten noch eine ausführliche Legende hinzugefügt. Und Luther hat sich dann bei Spalatin aus der Bibliothek diese Legende besorgt, aber sie auch kritisiert. Er berief sich dabei auch auf Hieronymus, den alten Kirchenvater, und wollte zeigen, dass manches an diesen heiligen Legenden purer Unsinn ist.
Hier zeigt sich schon ein Fortschritt im Denken von Luther. Er hat zwar an den Heiligen an sich noch festgehalten, sie waren quasi so Vorbilder, Modellcharaktere, aber er wandte sich jetzt schon sehr deutlich gegen den Aberglauben, der sich damit verbunden hatte, und gegen ihre abergläubische Verehrung. Luther sandte dann am 4. September seine Predigtreihe nach Erfurt zu seinem Freund Johann Lang und nannte sie ein Musterbeispiel für Predigten, wie er sagte, wortwörtlich nach evangelischer Weise. Also mit anderen Worten, Predigten, die wirklich aus dem Evangelium leben und das Evangelium im Zentrum haben. Interessanterweise ausgerechnet eine Predigtreihe über die 10 Gebote. Spalatin wurde im September direkt an den Hof von Friedrich III. Versetzt. Er sollte jetzt dort in der Kanzlei arbeiten und er wurde immer mehr zu einem Sekretär, vor allem zu einem engen Berater des Kurfürsten. Spalatin war vor allem für die Fragen der Kirche und auch der Universität zuständig und damit naturgemäß dann die Brücke zwischen Luther später und dem Kurfürsten, weil er sich für diese Dinge besonders zu interessieren hatte, war natürlich Luther mit ihm oft im Kontakt. Und Spalatin hatte deswegen auch die gesamte Reliquie oder die gesamte Angelegenheit der Reliquien unter sich. Der Kurfürst war ja ein großer Sammler von Reliquien, hat die auch jedes Jahr immer ausgestellt, um dort Ablass geben zu können. Und entsprechend war auch das Ablasswesen unter Spalatin jetzt organisiert. Spalatin hat auch Luther dann den Wunsch übermittelt, dass dessen Psalmenvorlesung aus den folgenden Jahren veröffentlichen werden sollte. Aber der hat sich immer noch geziert, wie wir ja schon vorher gesehen haben. Luther hat dann am 25. September feststellen müssen, dass seine seelsorgerlichen Bemühungen, den Frieden im Kloster an Neustadt an der Orla wiederherzustellen, nicht gefruchtet haben. Und dann kam der Teil, den man halt auch manchmal als Administrator tun muss. Er hat sich selbst doch ein wenig die Schuld mitgegeben, dass er vielleicht nicht genug gebetet hat für die Situation, aber er musste jetzt den Vorsitzenden in Neustadt an der Orla, den Bruder Dressel, absetzen und das Konvent anweisen, einen neuen Kandidaten vorzuschlagen. Luther musste also ganz direkt in die Angelegenheiten der Klöster eingreifen und auch manche unangenehme Entscheidungen treffen. Am 25. September, am selben Tag, hatte jetzt sein Schüler Bartholomäus Bernhardi, der selbst nur wenige Jahre jünger war, seine Promotion. Er sollte Sententiarius werden, also jemand, der dann als Theologe auch über die Sentenzen des Petrus Lombardus Vorlesung halten durfte, was ja quasi das Standardwerk der Theologie damals war. Und zu dieser Promotion sollte es eine Disputation geben. Bernhardi selbst hat die Thesen formuliert. Luther hatte im Vorfeld von Bernhardi erfahren, dass einige seiner Wittenberger Kollegen sich abschätzig über Luthers neue theologische Einsichten ausgesprochen hatten. Und Bernhardi war umso eifriger, seinen geliebten Lehrer zu verteidigen und hat einige Thesen formuliert, die jetzt als Grundlage der Disputation gelten sollten. Und in diesen Thesen hat er die Gedanken aus der Römerbriefvorlesung von Luther deutlich ausformuliert, fast sogar etwas stärker auf Augustinus als auf die Bibel gerichtet. Und diese Thesen haben für einen Eklat gesorgt. Die anderen theologischen Professoren waren verärgert. Amsdorf hat sie nach Erfurt sogar geschickt, um zu erfahren, was die dort denken, und in Erfurt war man ja ohnehin nicht gut auf Luther zu sprechen, und hat sich dort noch mehr über ihn geärgert. Karlstadt und Lupinus haben diese Thesen völlig abgelehnt, und in der Disputation selbst hat Luther dann sich zu der These vorgewagt, dass eine recht bekannte Schrift, nämlich von der wahren und falschen Buße, die man immer dem Augustinus zugeschrieben hatte, dass die nicht von Augustinus sein kann, weil in dieser Schrift das Evangelium sehr verdreht wird und Augustinus ansonsten das Evangelium sehr gut versteht
Und das ist natürlich ein Eklat, weil diese Schrift von vielen scholastischen Theologen und vielen Standardwerken als Autorität zitiert wird. Und das als Fälschung zu bezeichnen, würde an der Autorität der quasi unangreifbaren scholastischen Lehrwerke rütteln. Karlstadt hat deswegen den Luther scharf angegriffen. Schließlich sei diese Schrift sogar im kirchlichen Gesetzbuch zitiert und bei Petrus Lombardus. Das hat den Luther herzlich wenig gestört. Und Karlstadt hat daraufhin dann wohl gesagt, er werde jetzt zur Überprüfung von Luther sich selbst mal mit Augustinus beschäftigen. Das war natürlich eine weitreichende Entscheidung, wie wir dann in der nächsten Folge sehen werden. Kaiser Maximilian hat dann übrigens auch, wie von Ulrich von Hutten gefordert, die Reichsacht gegen den Württemberger Herzog Ulrich verhängt. Wir haben es ja letztes Mal gesehen, was dort im schwäbischen Land passiert ist. Und damit hatte Hutten also zumindest ein bisschen Gerechtigkeit erreicht. Im Wintersemester des Jahres 1516 wurde Vadian zum Rektor sogar der Wiener Universität. Er war einer der führenden Wissenschaftler seiner Zeit. Er veröffentlichte eine ganze Reihe von Kommentaren zu antiken Wissenschaftlern. Unter anderem ging es dabei auch um die Kugelgestalt der Erde, die damals ja sich noch längst nicht durchgesetzt hatte in der Wissenschaft. Am 16. Oktober finden wir einen Brief von Luther an Lang. Und dort bezieht er sich nicht nur auf den schon erwähnten Tauler, der ihm immer besser gefällt, sondern auch auf den Streit an der Wittenberger Universität bezüglich Luthers Theologie. Lesen wir selbst einmal, was er hier zu sagen hat. Es ist nichts, dass sich deine Gabrielisten über meine, vielmehr des Bartholomäus-Feldkirchen-These verwundern. Die Gabrielisten sind die Anhänger von Gabriel Briel, dem bekanntesten Scholastiker der Generation von Luther, war einige Jahre zuvor verstorben. Und Bartholomäus, natürlich Bartholomäus Bernhardi aus Feldkirchen in Vorarlberg. Da sich auch die meinigen bisher gewaltig darüber wundern. Und es ist freilich die These selbst nicht von mir gemacht, sondern Magister Bartholomäus hat sie so gestellt, nämlich bewogen durch das Geschwätz der Kläffer wieder meine Vorlesung. Ich habe freilich alle überaus schwer geärgert, weil ich geleugnet habe, dass das Buch von der wahren und der falschen Buße des Augustinus sei. Denn es ist ganz abgeschmackt und überaus ungereimt und in allem weit entfernt von des Augustinus Sinne und Gelehrsamkeit. Aber es hat jene Leute so geärgert, dass man sie nicht versöhnen kann. Vornehmlich den Dr. Karlstadt, dass ich es wage, dies wissentlich zu leugnen. Magister Amsdorf gesteht, dass er diese These an euch gesandt hat. Und auch er wunderte sich, aber jetzt nicht mehr. Hier deutet sich schon an, dass wenige Wochen später mit Amsdorf, Nikolaus von Amsdorf, der erste Professor in Wittenberg, sich jetzt doch langsam auf die Seite von Luther gestellt hat. Auch Lupinus ist sehr schnell auf Luthers Seite dann übergeschwenkt, während Karlstadt weiterhin noch längere Zeit sehr scharf ein Gegner Luthers in dieser Sache gewesen war. Amsdorf hatte schon seit längerem auch die Römerbriefvorlesung verfolgt und so Stück für Stück sich auf die Position von Luther hinbewegt. Am 19. Oktober, drei Tage später, finden wir einen Brief von Luther an Spalatin. Und dort beschwert sich Luther über Erasmus. Obwohl er ja auch so viel von Erasmus gelernt hat, hat Luther mit ziemlich scharfer Einsicht erkannt, dass Erasmus vor allem eher humanistisch argumentiert, eher menschlich als geistlich, obwohl Erasmus natürlich auch über viele theologische Dinge spricht und auch über viele geistliche Dinge, Briefe und Schriften verfasst hat. Luther beschwert sich vor allem über verschiedene Punkte. Er sagt, Erasmus verstehe die Gesetzesgerechtigkeit falsch, da er sich nur mit dem Zeremonialgesetz der Juden diesbezüglich beschäftige und nicht mit den 10 Geboten sei. Und er habe auch die Lehre der Erbsünde nicht begriffen aus Römer 5. Und hier deutet sich eine ganz entscheidende theologische Wegmarke an. Luther hatte aufgrund seiner enormen Beschäftigung mit Augustinus die Idee zurecht verworfen, dass der Mensch an sich
gut sei oder ein Teil Gutes in sich habe, wie die Scholastiker lehrten seiner Zeit. Aber er war ins andere Extrem übergependelt und hatte die Idee der Erbsünde, die Augustinus so stark vertreten hatte, vollständig aufgesogen, dass nämlich der Mensch ein Sünder sei, weil Adam gesündigt habe. Das widerspricht natürlich dem biblischen Konzept, dass der Sohn nicht für die Sünde des Vaters sterben muss. Und dabei Erasmus nicht so sehr Augustinus folgte, hat sich hier ein erster Konflikt angebahnt. Luther hat entsprechend Spalatin empfohlen, doch mal an Erasmus zu schreiben und ihm nahezulegen, sich mehr mit Augustinus zu beschäftigen und nicht so sehr mit Hieronymus. Augustinus und Hieronymus waren zwei enorm wichtige Kirchenväter der Spätantike. Hieronymus war mehr der Wissenschaftler, der sich mit den Sprachen auskannte, der auch dann die Vulgata übersetzt hat. Augustinus war mehr sozusagen, der sich mit den Geistlichen, dem Evangelium beschäftigt hat. Und es ist vielleicht nicht ohne Grund, dass Erasmus sich mehr für Hieronymus und für das Sprachliche, das Philologische interessiert hat, während Luther mehr zum Kern der Sache vordringen wollte und sich für Augustinus mehr begeistern konnte. Spalatin hat wohl auch Erasmus tatsächlich kontaktiert, aber keine Antwort bekommen. Wie gesagt, in diesen Wochen hat sich Petrus Lupinus als auch Nikolaus von Amsdorf, beide Kollegen von Luther, jetzt auf seine Seite gestellt. Und damit begann jetzt sozusagen diese Wittenberger Bewegung erste Gestalt zu gewinnen. Es war nicht nur noch eine Person, es waren jetzt zwei, drei Professoren, die mit Luther waren und eine Reihe von Schülern, die immer natürlich eine Anzahl, die immer stärker wurde. Und das sollte sich natürlich weiterentwickeln. Interessant ist auch, dass im selben Jahr ein gewisser Thielemann Conradi, ein Humanist in Wittenberg, öffentlich Kritik an den Reliquien übte, und das in Wittenberg, wo der Kurfürst seine Reliquien ausstellte. Keiner von den Wittenberger Theologen hätte sowas zu dem Zeitpunkt gewagt, aber dieser Humanist wagte sich schon zu dieser Aussage. Er sagte, die verehrungswürdigste Reliquie ist das Evangelium von Jesus Christus. Und damit haben wir schon eine Speerspitze, die für die nächsten Jahre sehr wichtig werden wird. Im Herbst drohte eine Pestepidemie. Auch Luther hatte Angst, wollte aber nicht fliehen, hatte aber dann Vorkehrungen dafür gesorgt, dass möglicherweise die Mönche an andere Orte verteilt werden. Sein langjähriger Freund Wenceslaus Link ist in dieser Zeit im Oktober Prediger geworden, hat Wittenberg verlassen und ist in München am Augustinerkloster zum Prediger ernannt worden. Am 24. Oktober kam es zur Schlacht in Marsch-Dabik. Die Osmanen griffen das Mamlukenreich an, das auch über Ägypten und Arabien und auch Palästina, Syrien herrschte, und besiegte diese Mamluken, die damit in die Defensive gerieten. Am 26. Oktober schrieb Luther einen weiteren Brief und beschrieb die Arbeitslast, die auf ihm lag. Er sagte, ich bin Klosterprediger, Tischprediger, täglich werde ich auch als Pfarrprediger verlangt, ich bin Studienrektor, ich bin Vikarius, das ist 11-mal Prior, also für 11 Klöster der Vorsteher, ich bin der Fischempfänger in Leitzkau, da gab es einen Fischteich, für den er zuständig war, Rechtsanwalt der Herzberger in Torgau, Leser über den Paulus, also das meint seine Vorlesung, Sammler des Psalteriums, das bedeutet, er hatte ja versucht, seine Psalmvorlesung noch für den Druck vorzubereiten. Und das, was ich schon gesagt habe, dass die Arbeit des Briefschreibens den größten Teil meiner Zeit in Anspruch nimmt. Er sagt hier weiter, selten habe ich ununterbrochene Zeit, die Horen, also die Stunden, Gebete zu vollenden und zu halten. Dazu kommen die eigenen Anfechtungen vom Fleisch, Welt und Teufel. Siehe, welch unnützer Mensch ich bin. Luther war 1516 schon schwer beschäftigt und hätte nach heutigem Dafürhalten schon beinahe einen Burnout haben können. Er begann dann im Oktober, am 27. Oktober, mit einer neuen Vorlesung über ein neues Buch. Der Römerbrief war zu Ende und jetzt widmete er sich dem Galaterbrief.
jenem kurzen Brief des Paulus, der im Wesentlichen fast ähnliche theologische Gedanken enthält wie der Römerbrief und der ganz praktisch davon spricht, wie die Christen zur Zeit des Paulus vom wahren Evangelium abgekommen waren. Wie es hier heißt, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Und Luther begann sich jetzt in diesen Galaterbrief hineinzudenken, der ebenfalls, ähnlich wie der Römerbrief, zu einem Eckstein seines reformatorischen Denkens werden sollte. Zwei Tage später haben dann die Franzosen und auch die Eidgenossen einen Friedensvertrag unterzeichnet. Und der wurde genannt die ewige Richtung. Die Eidgenossenschaft wurde jetzt ganz stark auf Frankreich ausgerichtet, das jetzt dort so ein bisschen auch die Kontrolle haben sollte und ist für die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu einem wesentlichen Bestandteil des Selbstverständnisses der Eidgenossen geworden. Anfang November kommt es erneut zu einem Eklat. Andreas Bodenstein, Karlstadt, behauptete in einer Disputation, dass man einen Ablass nur dann bekommen, oder den Ablass des Wittenberger Allerheiligenstiftes, dort wo die Ablässe ausgesprochen wurden, nur dann bekommen kann, wenn man auch an dieser Kirche, also am Wittenberger Allerheiligenstift, beichten kann. Luther hat dem ganz entschieden widersprochen. Er war der Meinung, dass Gläubige überall beichten sollten, auch an ihren eigenen Pfarrkirchen. Und das schaukelte sich jetzt hoch so sehr, dass Karlstadt dem Luther drohte, er werde ihn in Rom beim Papst verklagen. Wohlgemerkt, wir haben das Jahr 1516, es geht zwar schon um den Ablass, aber noch um eine ganz andere Sache, nämlich die Frage, wo man beichten darf. Und Karlstadt droht den Luther zu verklagen, er war ja gerade einige Monate zuvor in Rom gewesen, hatte gute Kontakte zum Papsttum und Karlstadt war immer noch, trotz dem, was er dort in Rom gesehen hatte, ein ganz eindeutiger Verfechter des Papsttums. Also diese Beziehung Karlstadt-Luther war äußerst schwierig in Wittenberg. Im November begann Hans Tausen mit 22 Jahren sein Studium in Rostock. Er, der spätere Reformator, war Däne, kam aus guten Verhältnissen und war zuvor Johannitermönch gewesen. Luther veröffentlichte am 4. Dezember seine erste theologische Schrift. Und zwar war das nicht etwas, was er selbst geschrieben hatte, sondern er gab quasi nur eine alte Schrift heraus, die um 1400 geschrieben worden war, mit dem Titel Ein geistlich edles Büchlein. Es war eine anonyme Schrift, eine deutsche Schrift, auch das zeigt wiederum sein Interesse für die praktische Theologie. Ein Büchlein, das wohl auch im Umkreis der spätmittelalterlichen Mystik entstanden ist. Luther hat geglaubt, dass es sich bei diesem Büchlein um eine Zusammenfassung der Lehre Taulers handelt. Das wird heute meistens nicht mehr so gesehen. Luther hat sich sogar dafür entschuldigt, dass seine erste Veröffentlichung keine theologische Fachliteratur war, sondern eher quasi so eine Art Erbauungsschrift, so eine Art Erweckungsschrift. Und im Grunde genommen handelt es sich um die Kapitel 7 bis 26 aus einer Abhandlung aus Frankfurt-Main, aus dem Deutschen Orden tatsächlich. Aber es zeigt so ein bisschen das Interesse von Luther nicht so sehr für die theologischen Spitzfindigkeiten, sondern mehr für die praktische Verbreitung dessen, was er als das Evangelium immer mehr erkannte. Er hat dann auch dem Spalatin am 14. Dezember die Theologie des Taulers sehr empfohlen. Er glaubte zu dem Zeitpunkt, dass Tauler einzigartig sei, sowohl in der lateinischen als auch in der deutschen Literatur. Der Papst schloss am 19. Dezember ein Konkordat mit Frankreich, das folgenschwer sein sollte, und die Zwistigkeiten, die in den Jahren zuvor geherrscht hatten, vor allem wegen dem politischen Einfluss in Italien, die wurden jetzt beigelegt und Frankreich und das Papsttum haben ihre Bande erneut stark erneuert. Ebenfalls im Dezember veröffentlichte Thomas Morus einen Roman mit dem Titel Utopia in Löwen. Erasmus von Rotterdam hatte das sehr gefördert und darin beschreibt er den idealen Staat, wie sich das Mittelalter das so vorstellte. Kurzer Überblick noch über das, was andere Reformatoren in diesem Jahr erlebt haben.
Gabriel Zwilling, 29 Jahre alt, wurde in Wittenberg Baccalaureus und Martin Luther hat ihn dann als Distriktsvikar nach Erfurt gesandt. Dort sollte er Griechisch lernen, da hat er es aber nicht lange ausgehalten. Olaus Petri, 23 Jahre alt, kam aus Schweden ebenfalls nach Wittenberg. Das ist jetzt die Zeit, wo immer mehr Studenten in Wittenberg dann auch später zu Reformatoren geworden sind. Auch er studierte bei Luther, hatte zuvor in Uppsala und in Leipzig Universitäten besucht. Ebenso Matthäus Ratzenberger, der war erst 15 und begann seine ersten Studienfächer jetzt in Wittenberg. Er hatte vor, später mal Medizin zu studieren. Johannes Eck feierte weiterhin Triumphe als Disputator, diesmal in Wien. Immer ging es da um den Zins und auch die Prädestination, wie schon in vorigen Folgen gezeigt. Er wurde außerdem beauftragt, neue Kommentare zu verfassen über Aristoteles, über Petrus Lombardus. Man hoffte, dass Johannes Eck als einer der bekanntesten und besten Theologen seiner Zeit, er galt als moderner Theologe, die Schulstreitrichtungen den Schulrichtungsstreit zwischen den verschiedenen philosophischen Richtungen lösen könnte. Johann Gramann mit 29 wurde Magister der Philosophie und Lehrer an der Thomaskirche in Leipzig. Lazarus Spengler wurde Ratsherr im größeren Rat von Nürnberg. Und Christoph Schappeler war ja Prediger in Memmingen, war dort sehr beliebt, hat sehr deutlich auch sich auf die Seite der Armen gestellt, so sehr, dass der Senat der Stadt einmal sogar eingreifen musste, da allerdings Schappeler ein so tadelloses Leben lebte und sich nicht zu Schulden hatte kommen lassen. Persönlich konnte er auf seinem Posten bleiben. Caspar Aquila wurde Pfarrer in Jengen bei Augsburg, nachdem er zuvor einige Zeit als Feldprediger bei dem Reichsritter Franz von Sickingen gewirkt hatte. Und Thomas Münzer richtete eine kleine Privatschule ein. Er war ja in Braunschweig und gleichzeitig in Frohse bei Aschersleben, wo diese Schule jetzt eingerichtet wurde. Martin Kless wurde zum Priester geweiht in diesem Jahr, hielt seine erste Messe in Göppingen, ebenso zum Priester geweiht, ebenso 24 Jahre alt und ebenso Martin mit Namen war Martin Butzer, der wurde ebenfalls zum Priester geweiht, ging nach Mainz, um dort Dogmatik zu studieren. Michael Celius wurde Rektor in seiner Heimatstadt in Döbeln an der Lateinschule, wo er seit Jahren unterrichtet hatte. Und auch Justus Jonas wurde in Erfurt zum Priester geweiht, hielt auch seine erste Predigt auf dem Domberg in Erfurt und zudem etliche Vorlesungen mit seinen 23 Jahren über das Kirchenrecht in den Paulusbriefen. Jörg Kajakorb, 24, wurde Vikar in Graubünden in Trin und Argula von Stauf heiratete in diesem Jahr den fränkischen Reichsritter Friedrich von Grumbach. Sie hieß jetzt ab sofort Argula von Grumbach. Sie hatte ja schon ihre Eltern verloren und in diesem Jahr verlor sie auch noch ihren Onkel, der am bayerischen Hof in einen politischen Skandal verwickelt war und daraufhin hingerichtet wurde. Eine ganz dramatische Geschichte. Justus Menius, 16 Jahre alt, wurde in Erfurt Magister der freien Künste und kehrte dann in seine Heimat nach Fulda zurück. Durch den Einfluss der Humanisten war er zu einem Skeptiker geworden, der dem Evangelium eher zurückweisend gegenüberstand. Und während fast all diese Reformatoren so großartige Laufbahnen an der akademischen Welt gehabt haben, ist die Geschichte von Dietrich Smith vielleicht ein interessanter Gegenpart. 15 Jahre alt war er, als sein Vater, der Arbeiter Thielemann Smith, die Mutter verlassen hatte und Dietrich eine sehr schwere Kindheit durchmachte. Er musste betteln, er musste handwerklich arbeiten, musste versuchen, seine Geschwister, seine Mutter bis zu einer Neuheirat zu ernähren. Hat dann eine Schuhmacherlehre absolviert, die er allerdings abbrechen musste wegen Gelenkrheuma.
Und erst mit 15 Jahren in diesem Jahr hat er überhaupt Lesen und Schreiben gelernt. Das ist also durchaus ein nicht untypischer Lebensentwurf in jenem Spätmittelalter. Der 12-jährige Heinrich Bullinger ging aus der Schweiz nach Emmerich in die Niederlanden an eine ganz berühmte humanistische Schule. Sein Vater war ja Priester, der in wilder Ehe lebte und seinen Sohn jetzt eine gute Erziehung angedeihen lassen wollte. Oswald Mykenius, 28, hat Basel wieder verlassen und wurde jetzt Schulmeister am Großmünster in Zürich. Er hat trotzdem weiter engen Kontakt gehalten zu anderen Humanisten, zu Vadian, zu Glarian und auch zu Zwingli, der jetzt in Einsiedeln war. Hans Sachs hatte nach 5 Jahren genug vom Wandern und ließ sich in Nürnberg, seiner Heimatstadt, wieder nieder. Und Erasmus machte die durchaus dunkle Prophezeiung, dass er fürchtete, dass die Wiederentdeckung der antiken Schriftsteller zu einer Wiederbelebung des Heidentums führen konnte. Er liebte die Antike, er liebte auch die Schriftsteller, aber eigentlich wollte er schon auch Christ bleiben. Und Erasmus selbst hat diesen Konflikt wahrgenommen, den vielleicht Luther noch deutlicher auch in seinem Leben gesehen hat. Und Erasmus hat das 1516 zum Ausdruck gebracht. Und Tetzel, mittlerweile 56 Jahre alt, wurde in diesem Jahr vom Bistum Meißen zum Subkommissar ernannt für den Ablass des Peterdomes. Jetzt begann er sich im Auftrag des Bistums Meißen ganz offiziell, da begann er damit von Ort zu Ort zu ziehen, um für den Neubau des Petersdomes Geld einzutreiben. Damit endet das Jahr 1516 und die geschichtsträchtigen Ereignisse von 1517 lassen sich jetzt schon erahnen. Das soll aber dann Gegenstand der nächsten Folge sein, wenn es heißen wird, der Ablass, und wir uns die ersten 10 Monate des Jahres 1517 anschauen werden. Bis dahin wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen und freuen uns, wenn Sie dann nächstes Mal wieder einschalten, hier auf www.juhlmediatv.de zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.